Eine Straße, früher ein Saumpfad, eint Passaia und Ötztal. Die Rede ist vom Dimmelsjoch, seit 1919 Grenzpass und seit 1968 offizielle Straßenverbindung zwischen Österreich und Italien. Mit 2509 Meter Höhe ist er der höchste unvergletscherte Übergang zwischen Reschenpass und Brennerpass. Das Dimmelsjoch trennt außerdem die Ötztaler Alpen von den Stubaier Alpen. Auf ihm verläuft ferner die europäische Wasserscheide. Von vielen als schönste Panoramastraße Tirols bezeichnet, ist die grenzüberschreitende Verbindung über das Dimmelsjoch mittlerweile um einige Attraktionen reicher, sowohl was die regelmäßigen Busverbindungen als auch die Kunstinstallationen, die sogenannte Dimmelsjoch-Erfahrung, betrifft. An mehreren Haltepunkten informieren Architekturskulpturen den Reisenden über Natur, Geschichte, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft der Region und erweitern seinen Horizont. Das Dimmelsjoch ist nicht nur für passionierte Motorrad- und Autofahrer ein Paradies. In den warmen Sommermonaten kommen auch Bergliebhaber im Naturpark Ötztal auf ihre Kosten. Im hochalpinen Gebiet gibt es einiges zu entdecken. Die beliebte Route zum Gardasee und Architekturerlebnisstraße befahren rund 80.000 Autos und beinahe ebenso viele Motorradfahrer im Jahr. Die heimliche Lücke der Alpen ist die kürzeste Verbindung von Oberinntal nach Meran. Die herrliche Aussicht lädt an zahlreichen Stellen immer wieder zum Anhalten und Verweilen ein. Der grenzüberschreitende Busverkehr über Dimmelsjoch wird nun zum dritten Mal im Sommer angeboten. Das Projekt, welches 2012 aus einer Zusammenarbeit der Länder Tirol und Südtirol entstanden ist, erfreut sich eines immer größeren Erfolgs. Die Zusammenarbeit natürlich mit Österreich und Italien, sprich Tirol, Südtirol, ist natürlich jetzt fantastisch geworden. Sie halten alle zusammen, sie ziehen an einem Strang und das ist sehr wichtig. Es gibt keine Krisgrebanzen, alles wird zusammen gemacht und in Italien sagt man tutto il mondo un paese. In den letzten zwei Sommersaisonen hat der Dimmelbus zwischen Moos in Passaia und Obergurgl in Sölden rund 35.000 Personen über den Alpenpass transportiert. Und so hat der Busdienst auch heuer wieder pünktlich am 15. Juni seinen Dienst von Passaia ins Ötztal aufgenommen. Bis zum 21. September fährt der Bus viermal täglich in beide Richtungen über das Dimmelsjoch. Die Fahrzeit beträgt 1 Stunde und 20 Minuten. Auf österreichischer Seite zieht sich die 12 Kilometer lange Hochalpenstraße in 12 Kehren von Obergurgl auf das Dimmelsjoch. 1931 rückte Obergurgl schlagartig ins Blickfeld der Weltpresse, als Auguste Piccard mit seinem Heißluftballon auf dem Gletscher notlanden musste. Die Weichen für den Aufbau des Wintersportortes, der heute zu den exklusivsten Skiresorts der Welt gehört, stellten die Pioniere Scheiber und Norman Hans Falkner, der 1938 nach Mont-Tremblant in Kanada auswanderte und nach dem Krieg mit neuem Know-how und Kapital zurückkehrte. Eine Erwähnung verdient auch das Universitätszentrum Obergurgl mit seiner alpinen Forschungsstelle, die seit 1951 Wissenschaftler, Sportler und Alpinisten aus aller Welt anzieht. Die unter Denkmalschutz stehenden Zollhäuser dienen mit jährlich über 70 Veranstaltungen auch als internationales Konferenzzentrum für die alpine Forschung, die mittlerweile auf die Sport- und Höhenmedizin ausgeweitet wurde. Während der bestens gesicherte und modern ausgebaute österreichische Abschnitt allgemein befahrbar ist, beschränkt sich der Verkehr auf Südtiroler Seite auf Motorräder und PKWs sowie Wohnmobile und Kleinbusse bis 8 Tonnen Gesamtgewicht, maximal 2,55 Meter Breite und maximal 4 Meter Höhe. Die Maut gibt es nur in Österreich. Die ganze Maut wird auf einmal kassiert und es gibt ja so und so viel Prozente dann für Italien ab. Sonst hätte Italien auch eine Maut einführen müssen und man hat sich geeinigt auf einen Betrag und der wird jedes Jahr dann abgerechnet und bezahlt.
Je nach Witterung ist die mit einer Mautgebühr auf österreichischer Seite versehene Timmitsjoch-Hochalpenstraße bis etwa Mitte Oktober täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet.